Ich war vor wenigen Tagen auf der Veranstaltung als Yildirim in Oberhausen für dieses verfassungsfeindliche und demokratiefeindliche Referendum geworben hat. Und da konnte man sehr hautnah spüren, was in Nordrhein-Westfalen auch abgeht. Also wie tief der Riss auch in der türkischen Community ist. Also wie sehr Menschen sich bespitzelt fühlen, verunsichert fühlen und wie sie auch Angst haben vor dem, was im Moment hier abläuft. Wir hatten eine Demonstration angemeldet, wo die Teilnehmerinnen, die dorthin gegangen sind, ausdrücklich gesagt haben, wir wollen nicht gefilmt werden, wir wollen, dass keine Fahnen benutzt werden, weil wir auch nicht parteipolitisch verortet werden wollen, weil wir Angst haben, dass wir sowohl in Deutschland als auch die Familien in der Türkei verfolgt werden, bespitzelt werden oder andere Repressionen haben könnten. Das ist ein Zustand, der für mich wirklich unerträglich ist. Und ich fühle mich da auch so ein bisschen erinnert an die Zeiten in den 70er Jahren, als der iranische Geheimdienst auch in Deutschland agiert hat, für Bespitzelung gesorgt hat. Ich will da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall ist das nicht hinzunehmen, was hier abläuft. Und deswegen ist das auch ein Problem, was hier in Nordrhein-Westfalen stattfindet und nicht nur eine Frage für eine Türkei ist. Die Debatte ist sehr aufgeladen und auch sehr emotionalisiert. Und wir haben natürlich damals den Auftritt von Yildirim auch genutzt, eine Gegendemo zu machen. Wir waren im Übrigen, da hätte ich mir gewünscht, dass auch da einige mehr aufgetreten wären, dass man jetzt nicht nur verbal Injurien raushaut, sondern dass man auch Stellung bezieht, dass wenn schon eine solche Demonstration stattfindet, die Demokraten in Deutschland auch sagen, wir wollen das nicht, wir stellen uns auch dagegen. Und trotzdem, und das ist ja auch unsere Hauptaufgabe, haben wir als Regierende ja dafür zu sorgen, dass derartige Auftritte, die sich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von einer Regierung gemacht werden, die sich nicht nur anschickt, sondern jetzt schon dabei ist, die Journalistinnen und Journalisten, Oppositionelle und andere in Gefängnisse zu stecken und mit Repressalien zu unterdrücken, dass ausgerechnet diese Regierung sich auf ein Schutzrecht, auf die Meinungsfreiheit bezieht, um ihre Interessen durchzusetzen, ist für mich geradezu unerträglich. Dieses Schutzrecht, da wird Professor Gusi nachher auch nochmal drauf eingehen, ist errichtet worden in unserer Verfassung, auch in den anderen demokratischen Verfassungen, um einzelne Menschen vor dem Staat zu schützen und auch nicht auch noch einem anderen Staat die Möglichkeiten zu geben, mit weiteren Repressionen auf ein anderes Land einzuregieren. Wir haben Professor Gusi gebeten, alle Möglichkeiten abzuprüfen, wie solche Auftritte verhindert werden können. Ausdrücklich geht es uns nicht darum, ein Katz-und-Maus-Spiel zu betreiben. Also wir sind froh, dass wir unsere politische Stellungnahme machen können und wollen dann das andere handeln, sondern wir haben gebeten, alle Facetten abzuprüfen. Und wir wollen, das will ich ganz klar sagen, nichts unversucht lassen. Da werde ich nach dem Vortrag von Professor Huisi noch was zu sagen, um solche Auftritte zu verhindern. Es geht nämlich nicht darum, Meinungsfreiheit zu bekämpfen, sondern wir wollen denjenigen, die die Meinungsfreiheit mit Füßen treten, das Handwerk legen. Wir wollen ihnen nicht die Möglichkeit geben, auch noch für eine solche Politik die Menschen in Deutschland aufzuwiegeln. In Deutschland gilt, das haben wir eben ja schon gesehen, die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind aber Rechte, die den Menschen zustehen, und zwar allen Menschen als Privatpersonen. Träger staatlicher Funktionen, auch deutscher staatlicher Funktionen, haben Grundrechte in Deutschland nicht. Das gilt auch für Träger ausländischer Funktionen, ausländischer hoheitlicher Funktionen. Ausländische Hoheitsträger, Staatsorgane haben die deutschen Grundrechte nicht. Sie haben die Grundrechte also nur dann, wenn sie in der Bundesrepublik als Privatpersonen auftreten, und das steht ihnen im Grundsatz frei. Sie sind ja nie nur Politiker, sondern manchmal auch Mensch. Folge in dem Zusammenhang, wenn sie innerhalb ihrer politischen Funktionen auftreten, wenn sie als Staatspräsident, als Minister auftreten, dann richtet sich ihre Rechtsstellung in Deutschland nicht nach den Grundrechten. Sie dürfen als Staatsorgane nach Deutschland kommen. Die Bundesrepublik ist mehr oder weniger verpflichtet, sie zu empfangen, sie in Deutschland zu begrüßen im Rahmen der auswärtigen Beziehungen. Aber wenn sie als Staatsorgane kommen, dürfen sie sich nicht zu innenpolitisch relevanten Themen der Bundesrepublik äußern.
Das Völkerrecht gibt also hier nur das Recht zu diplomatischen Konsultationen auf Regierungsebene zu innenpolitisch relevanten Themen des Gastlandes dürfen sie sich nicht äußern. Und natürlich ist es so, dass die Frage der türkischen Verfassungsreform auch in Deutschland innenpolitisch relevant ist. Sie ist innenpolitisch relevant, weil sie das Verhältnis der einen politischen Gruppierung in der Türkei zu Angehörigen anderer politischer Gruppierungen, also der jetzigen Opposition, betrifft. Dass diese ihre Auseinandersetzungen auch in Deutschland untereinander austragen, ist ja aus den Medien hinreichend bekannt. Es ist aber natürlich innenpolitisch relevant insofern, als hier politische Stellungnahmen abgegeben werden, politische Stellungnahmen für eine Verfassungsreform, die sich inhaltlich gegen die Verfassungsordnung stellt, wie sie in der Bundesrepublik besteht. Das heißt im Klartext, es wird hier also für eine Verfassungsänderung geworben, welche in der Bundesrepublik als solche unzulässig wäre. In dem Zusammenhang gibt es also zahlreiche innenpolitisch relevante Fragen. Und das heißt im Klartext, zu innenpolitischen Fragen dürfen sich ausländische Staatsmänner als Staatsmänner nicht äußern. Sie dürfen sich zu diesen Fragen also allenfalls äußern, wenn sie als Privatpersonen handeln. Als Privatpersonen können sie sich auch auf die deutschen Grundrechte berufen. Die Meinungsfreiheit, die nicht nur für Deutsche, sondern auch für Ausländer gilt. Sie können sich daneben aber auch auf das Versammlungsrecht berufen, das zwar im Grundgesetz nur für Deutsche gilt, im Versammlungsgesetz aber aus gutem Grund auch für Ausländer vorgesehen ist. Darauf können Sie sich als Privatpersonen berufen, wenn Sie als Privatpersonen in der Bundesrepublik zu einer Versammlung aufrufen oder an ihr teilnehmen wollen. Wichtig in dem Zusammenhang, das Versammlungsmanagement ist eine Aufgabe des Landes. Hier gäbe es, ich betone gleich den Konjunktiv, gäbe es Handlungsmöglichkeiten des Landes, wenn das Versammlungsgesetz solches zulässt. Das ist allerdings, wie Sie alle wissen, in Deutschland nur sehr, sehr eingeschränkt der Fall. Selbstverständlich darf auf Versammlungen auch gegen die Verfassung agitiert werden in Deutschland. Selbstverständlich dürfen Meinungen frei geäußert werden. Nur dann darf die Versammlung untersagt werden, wenn von ihr eine unmittelbare Gefahr, wie es das Gesetz sagt, eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit anderer Menschen oder ihrer Rechtsgüter ausgeht. Das kann also der Fall sein, wenn die Versammlung die Gefahr begründet, dass die Teilnehmer Übergriffe verüben gegen andere. Das kann der Fall sein, wenn die Versammlung zwar nicht gegen konkrete Menschen übergriffig wird, wohl allerdings gegen die Sicherheit in Deutschland, also gegen Rechtsgüter der Allgemeinheit in Deutschland. Das mag im Einzelfall so sein. Dazu gehört allerdings der Fortbestand unserer politischen Grundordnung, nur sehr eingeschränkt. Versammlungsfreiheit und Kritik sind insoweit also garantiert. Heißt im Klartext, das Land kann zwar grundsätzlich nach dem Versammlungsrecht vorgehen, allerdings ist es so, dass das Versammlungsrecht nur dann Möglichkeiten eröffnet, wenn im Vorhinein feststeht, dass später Rechtsgüter gefährdet werden. Und das bedarf gründlicher Prüfung. Das bedarf einer Feststellung im Einzelfall. Man muss also im Internet recherchieren, man muss konkrete Gewaltanhaltspunkte finden. Man muss in dem Zusammenhang dann also schauen, ob es hier vorher Anhaltspunkte gibt. Das ist dann die Aufgabe der Behörden im Einzelfall und im schlimmsten Fall. Und als äußerster Rechtfertigung kann dann eine Veranstaltung sogar verboten werden. Aber das ist schon die letzte Maßnahme, die eigentlich nur dann greift, wenn es wirklich gar keinen anderen Weg gibt, den inneren Frieden zu sichern. Wohlgemerkt, das deutsche Versammlungsgesetz ist großzügig, ist weit
Und das aus gutem Grund, denn der Grundrechtsschutz ist in dem Zusammenhang wichtig. Das Bundesverfassungsgericht sagt, Versammlungsrecht ist die Meinungsfreiheit der kleinen Leute. Das ist das Grundrecht des Fußvolks der Demokratie. Heißt also im Klartext, versammlungsrechtlich kann man an dieser Stelle fast nichts machen. Kann man fast nichts machen, sondern das Entscheidende ist, bei der Frage zu schauen, dürfen die ausländischen Politiker als Privatpersonen in die Bundesrepublik einreisen, zum Zweck, um hier Versammlungen für die ausländische Verfassungsreform durchzuführen. Es ist also eine Frage des Einreisemanagements und für die Einreise ist die Bundesrepublik verantwortlich, der Bund. Er prüft, ob die diplomatischen Belange gewahrt sind. Er konkretisiert, ob Belange der Bundesrepublik einer Einreise entgegenstehen, so sagt es das Ausländergesetz. Und er prüft in diesem Zusammenhang auch an der Grenze, er hat die Grenzkontrolle. Kurz gesprochen, das Einreisemanagement ist Bundesangelegenheit. Hier ist der Bund sehr frei. Er hat ein weitgehendes Ermessen. Er hat ein weitgehendes Ermessen dahin, dass er schauen kann, was geht vor, der innere Frieden in der Bundesrepublik oder mögliche Probleme für die innere Sicherheit in Deutschland und kann dann gegebenenfalls auch die Einreise untersagen. Wohlgemerkt, auch für Politiker, die als Privatpersonen kommen, auch für ausländische Staatsoberhäupter oder Minister, die hier als Privatpersonen einreisen. Von daher ist der Bund also derjenige, der an dieser Stelle als Erster handeln kann. Die Länder haben fast gar keine Möglichkeit. Nachtrag. Gar genau ist nicht der Bund. Und die Stadt Köln natürlich auch nicht. Warum konnte die Stadt Gaggenau, die Stadt in Köln, Entschuldigung, der Kreis in Gaggenau machen, was in das Land kaum tun kann? In beiden Fällen ging es um eine andere Rechtsfrage. In beiden Fällen ging es nämlich um die Frage, ob man öffentliche Räume, stadteigene Räume zur Verfügung stellen muss, wohlgemerkt stellen muss, für solche Versammlungen. Ganz offensichtlich, das wissen wir jetzt, muss man es nicht. Man darf es. Man muss auch alle rechtlich gleich behandeln. Aber es gibt natürlich Gründe, welche dagegen sprechen können. Sei es, dass der Vertrag überhaupt nicht bestand, wie in Köln. Sei es, dass der Ort für eine Versammlung dieser Größe oder dieses Zuschnitts völlig ungeeignet ist, wie in Gaggenau. Aber machen wir uns nichts vor. Das waren natürlich Fälle des Einzelfalls und Fälle für Versammlungen, die in stadteigenen Räumen oder Gebäuden stattfinden. Und so viel ist klar, das sind natürlich rechtliche Möglichkeiten, die vielleicht im Einzelfall bestehen. Desungeachtet macht es selbst im Inland vielleicht einen merkwürdigen Eindruck, wenn die Versammlung verboten wird wegen zu geringer Parkplätze oder Verstopfung der Zufahrts- und der Fluchtwege oder in anderen Fällen, weil der Vertrag nicht zustande gekommen ist, kann man auch, man hätte ihn noch schließen können, aber man hat es halt nicht getan. Das sind so Umgehungstatbestände, die kennt man eher aus totalitären Staaten, welche sich nicht dazu bekennen wollen, dass sie die Meinungsfreiheit einschränken. Ja? Folge in dem Zusammenhang, solche Umwege zu gehen, ist im Einzelfall rechtlich möglich, macht allerdings aufs Gesamte, insbesondere auf die Legitimation des politischen Systems und der freiheitlichen Verfassung, einen denkbar schlechten Eindruck. Man braucht eine klare Entscheidung, eine klare Richtlinie und die kann nicht im Einzelfall im Kreis gar genau getroffen werden, sondern die muss an zentraler und dafür zuständiger Stelle getroffen werden und das ist, wie gesagt, im Rahmen der vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten. Der Bund. Ich will das politisch auch noch mal kurz zusammenfassen. Erstens, Gabriel und Merkel können sich nicht dahinter verstecken, die Aufgabe quasi nach unten ans Versammlungsrecht zu delegieren. Sie können sich nicht dahinter verstecken, dass sie, nachdem sie Rücksicht, offensichtlich politische Rücksicht
auf die türkische Regierung nehmen, aufgrund des Flüchtlingsdeals oder was auch immer man dann noch an Spekulationen da reinpacken muss, warum sie auf der einen Seite sagen, wir wollen nicht, dass Erdogan hier auftritt, wir wollen nicht, dass türkische Regierungsmitglieder hier auftreten und andererseits ihre rechtlichen Möglichkeiten nicht wahrnehmen. Zweitens, wir werden trotzdem, und da hat Professor Gusi darauf hingewiesen, natürlich, wenn die Bundesregierung nicht handelt, aus welchen Erwägungen auch immer, die ich für falsch halte, werden wir unsere Möglichkeiten versuchen zu machen. Aber der dritte Punkt, was die Kommunen anbetrifft, beziehungsweise die Kreispolizeibehörden, ist der Zusammenhang mit der Türkei ja letztlich auch schon gezogen worden. Dort wird versucht, mit solchen Tricks oppositionelle Veranstaltungen zu verhindern. Wir haben eine klare Ansage. Wir wollen nicht, dass der Staatspräsident der Türkei und Regierungsmitglieder der Türkei in Deutschland für dieses demokratiefeindliche Referendum werben. Und die Bundesregierung, wenn sie es ernst meint, muss das sehr klar an die Türkei adressieren und sich nicht hinter irgendwelchen rechtlichen oder vermeintlichen rechtlichen Punkten verstecken. Sie hat die moralische Pflicht, hier zu handeln und auch vorzugehen. Und dass sozusagen die Bundesregierung sich einerseits in die Fänge der Türkei gibt, was die Rücksichtnahme auf politische Punkte anbetrifft, und dann sozusagen auf jedes Kreispolizeibehörde oder Landratsamt schielt, ob sie dann die eine oder andere Veranstaltung verhindert, finde ich geradezu absurd. Und insofern fordern wir nochmal, handelt im Bund, Gabriel und Merkel, macht von eurem Völkerrecht Gebrauch und verhindert, dass diese Menschen in Deutschland einreisen mit dem Zwecke, die Bevölkerung in Deutschland aufzuwiegen.